Einer der Schwerpunkte unserer Arbeit in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist positiver Frieden. Positiver Frieden, das ist ein Begriff, der geht auf den Soziologen Johann Galtung zurück. Der hat diesen in den 1960er Jahren geprägt. Gemeint ist damit die Abwesenheit nicht nur von direkter, sondern auch von struktureller, das heißt versteckter Gewalt, also zum Beispiel Armut, Hunger, Menschenrechtsverletzungen oder Diskriminierungen. Wir gehen davon aus, dass Konflikte nur dann angegangen werden können, wenn man sich mit ihren sozialen und historischen Ursachen beschäftigt. Hierzu haben wir uns gegenwärtige und vergangene Konflikte angeschaut, diese analysiert und Möglichkeiten einer Konfliktbearbeitung hin zu einem nachhaltigen Friedensprozess herausgearbeitet. Die Ergebnisse haben wir im Dossier Positiver Frieden der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammengestellt.